Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem Pferdekauf-Video. Heute befinde ich mich in Silverglade. Hier sind neue Showhorses. Ich habe sie mir noch gar nicht angeguckt. Ich glaube, es sind nur diese fünf. Mehr sehe ich hier auch gar nicht. Ich hätte eigentlich mal mein altes Shire Horse zum Vergleich nehmen können. Moment. Ich habe total vergessen, die Stallhilfe aufzufüllen. Ich bin so selten nur noch online. Deswegen bekommt ihr auch noch so selten Videos. Ich habe einfach momentan überhaupt nicht so viel Zeit. Beziehungsweise das reale Leben ist momentan irgendwie mehr im Vordergrund als alles andere. Und das ist irgendwie super schwer, YouTube noch dazwischen zu bekommen, obwohl mir das immer super, super viel Spaß gemacht hat. Da ist mein Shire, den nehmen wir gleich mal. Den kleinen Sunriver. können wir die gleich mal als Vergleich dahin stellen. Ich sagte den jetzt auch mal gar nicht. Ich denke halt, dass das so als Vergleich mal gar nicht so schlecht wäre. Es ist leider schon ein bisschen später, deswegen ist es ja auch ein bisschen dunkler. Ich hoffe, dass man trotzdem noch alles ganz gut erkennen kann. Stellen wir den mal so daneben. Die sind relativ gleich groß. Ist gerade ein bisschen schwierig, weil das ein bisschen schräg hier ist. Aber guck mal, wie breit der alte ist. Also wie breit das alte Modell ist. Ich gehe mal hier so dazwischen. Also ich denke, das alte Modell ist noch ein kleines Ticken größer. Aber so im Vergleich finde ich die alten gar nicht mal so schlecht. So, ich glaube, ich stelle nochmal meinen Shire ein bisschen weiter außerhalb hin. Sonst kann ich die nicht so ganz von allen Seiten betrachten. Ich muss sagen, ich finde das alte Modell gar nicht mal so schlecht. Also ich mag den total gerne. Ich mochte den schon immer total gerne. Die Gangarten sind halt nur nicht das Wahre, kann man so sagen. Ja, also ich muss sagen, die neuen sind halt deutlich realistischer dargestellt, ne? Also die sehen schon vom Kopf her echt, echt gut aus. Also auch von der Muskulatur her, die sind sehr rund, ich finde die sehr schön. Was mir gerade hier nur nicht gefällt, vielleicht liegt das auch am Sonnenlicht, dass es unten so ein bisschen grünlich aussieht, aber ich denke, es liegt wirklich ein bisschen an der Sonne. Da unten ist es auch ein bisschen klumpiger, aber ich denke, das ist jetzt zu verkraften. Ich finde die Farbe von dem hier vor allen Dingen auch sehr, sehr schön. Wir gucken uns die gleich einmal in dem anderen Modus an. So, wir gehen jetzt mal in dieses coole, ich finde das immer noch mega, dass man einfach so da reingehen kann und das Pferd von allen Seiten einfach so sehen kann. Niemand irgendwo drin steht, das fand ich zum Beispiel immer früher ein bisschen schwierig. Und da können wir einmal alle Farben einmal durchgehen. Das hier ist der graue. Ich weiß nicht, ob das ein Apfelschimmel sein soll. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht die Farbe nennen. Ich habe mich halt auch gar nicht schlau gelesen, muss ich sagen. So, dann haben wir hier noch einen Schimmel. Der leuchtet sehr süß. Finde ich auch süß, ist an der Nase, dass der da auch ein Abzeichen hat, beziehungsweise das etwas albino-mäßig ist. Oh, ich habe vergessen, wie das heißt. Ich bin heute richtig unvorbereitet. Aber das kriegen wir trotzdem hin. Ich finde diese Äpfelung hinten sehr, sehr schön. Ich finde auch den Kopf sehr, sehr ansprechend. Also wir haben bei uns tatsächlich auch am Stall Kaltblüter. Jetzt kein Shire Horse, aber die sind halt vom Kopf her auch ähnlich auf jeden Fall. Die haben so einen rundlichen Kopf, also eine Rumsnase, heißt es so. Sorry für die Fehlinformation, das heißt Ramskopf. Und das finde ich zum Beispiel eigentlich ganz süß, vor allem bei diesen großen, das passt da echt gut zu. Hier haben wir noch einen Rappen mit einer leichten Schäckung am Bein. Ich finde es auch schön, dass die vier weiße Beine haben. Also ich finde, das sieht dann nochmal ein bisschen eleganter aus. Ich finde die breite Blässe auch sehr, sehr schön. Hier kann man leider noch nicht ranzoomen, was ich ein bisschen schade finde hier. Die Mähne gefällt mir sehr gut. Der Schweif ist auch echt schön geworden. Dann haben wir noch einen Fuchs. Ja, was siehst. Da muss ich wieder sagen, dadurch, dass sich das hier vorne so ein bisschen verwäscht, sieht das Pferd halt ein bisschen älter tatsächlich aus. So, oh, dann haben wir hier noch einen richtig geilen Schokobraun. Ich finde diese Farbe wirklich, wirklich schön. Vor
Vor allen Dingen auch diese leichte Äpfelung im Fell gefällt mir sehr gut. Fast eine Laterne sogar im Gesicht. Auch wieder vier weiße Beine und am Bauch ein bisschen, ja, geschenkt, sage ich mal so. Und dann haben wir hier noch einen dunkelbraun. Ich habe, glaube ich, mal so ein Schleichfett gehabt. Das sah wirklich eins zu eins aus wie das. Vielleicht nicht ganz die weißen Beine, aber sah dem auf jeden Fall sehr ähnlich. Jetzt bin ich am Überlegen. Also dieses Pferd kostet 900 Starcoins. Wir können einmal die Gangarten angucken. Wir gehen mal zum Grauen. So, das ist der Schritt. Das ist bei dem hier gerade alles ein bisschen flotter, weil das schon Level 15 hier angezeigt wird. Das ist der Trab. Schade, dass es so schnell jetzt geht. So, dann der Galopp. Definitiv besser als das alte. Der gefällt mir auch sehr gut. Das ist sehr, sehr gut bergauf Galopp. Und das ist der besondere Move. Oh, es kann sich hinlegen und hinsetzen. Oh nein. Das ist sehr süß. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Sehr schön. Also es hat sogar noch etwas Besonderes mit drin. Er kann sich hinlegen und hinsetzen. Ich finde das auch im Stand sehr, sehr süß, was er macht. Die Animationen sind teilweise auch neu. Guck mal, er kaut auch ab, schüttelt sich. Finde ich sehr cool. Also Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit und Agilität plus 0 und Ausdauer plus 1 sind ab Spielerlevel 8 zu bekommen. Wir gucken gleich nochmal in Fort Pinter, da ist sicherlich auch noch einer. Muss ich gleich mal gucken. Die Mähen einmal noch im Schnelldurchlauf, einmal die normale Mähne. Dann haben wir einmal die Stehmähne, die ich gar nicht mal so schlecht finde, obwohl ich das bei diesen Rassen immer relativ schwierig ansehe, weil der Hals auch so breit ist. Wisst ihr, was ich meine? Hier noch diese, also komplett weg, wie beim, ich weiß gar nicht, bei welchem Pferd das war. Auf jeden Fall eine Rasse hier. So, dann haben wir die Zöpfchen. Hinten ist es auch geflochten. Ist ganz süß. Ist halt nicht ganz meins, ne? Hier auch nochmal eingeflochten. Aber runtergeflochten. Kurzmähne. Gefällt mir. Ich mag es nur nicht ganz vom Schopf her. Ich weiß nur nicht, wie es dann aussieht, wenn der dann noch eine Trense drauf hat, ne? Aber an sich finde ich die sehr, sehr schön. So, dann auch nochmal mit einem kurzen Schweif. Das ist hier teilweise auch immer so für solche Feste gemacht. Dann hier leicht gewellt, auch echt süß. Hier wieder auch mit dem Behang unten. Ich habe keinen Plan, wie das heißt. Es tut mir auch so leid, dass ich so uninformiert bin. So, und das alles halt auch nochmal so. Ich muss sagen, ich mag das nicht so gerne. Deswegen, ich tendiere gerade zwischen dem hier und der Kurzmähne tatsächlich. Also die Standardmähne finde ich zu knetig unten. Also gefällt mir nicht hundertprozentig, obwohl der Schopf halt, der sieht richtig geil aus, weil der halt so lang ist, ne? Ha, okay. Hannah ist immer noch da. Mensch. Ah, okay. jetzt ist die Frage, welchen ich davon nehmen möchte. Ich berate mich mal kurz mit Hannah, vielleicht kann sie mir einen Tipp geben. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe gerade herausgefunden, Hannah hat ja den schwarzen gekauft und der steht hier ja gar nicht. Der müsste dann in Fort Pinter sein. Ich habe gerade nicht drüber nachgedacht. Ich habe ja eben auch noch 5 gesehen. Die empfehlen mir beide den grauen oder den braunen. Mai geht gerade eher zum grauen, also tendiert eher zum grauen. Ich finde den aber auch so schön. Also den hier, oh nee, warte mal. Den hier gibt es in Fort Pinter. Der sieht sehr geleckt aus. Guck mal, wie das Fell glänzt. Richtig schön. Also ich tendiere gerade zwischen dem hier und dem hier. Wie das Fell hier leuchtet. Ich liebe ja braune Pferde, ne? Ich habe ja selber auch eins und deswegen bin ich da auch so ein bisschen hingetrimmt. Aber das ist halt auch schon schön. So, warte mal, die Mähne. Wenn ich mir jetzt die kurze Mähne hier anschaue und dann bei dem... Oh! Ha! Das macht es mir gerade nicht so einfach. Ja, die gehen auch gerade auf grau.
schwierig. Guck mal, mal mehr. Hallo. finde ich schwierig gerade. Ah, okay, warte mal. Warum ist da jetzt der Graue? Ich glaube, das ist ein Bug, oder? Hallo? Kann ich da jetzt jedes Pferd so hinpacken? Ach ja, das ist, glaube ich, ein Bug. So, packen wir den mal. Ah, wir können ihn sogar mit der kurzen Mini hinstellen. Lol, okay. So sieht das in Natura aus. Wenn ich den hier jetzt nochmal habe und dann die kurze Mähne da drauf packe. So sieht das bei dem aus. Ich muss sagen, ich tendiere gerade eher zum Braunen. Obwohl ich den Grauen auch mega schön finde. Schwierig, warte mal, wir wollen mal andere Lichtverhältnisse haben. Oh, wunderschön. So, am Tag. Schon süß, ne? Und bei dem anderen. Warum tue ich mich hier so schwer? Ha! Der glänzt halt auch so schön. Aber ich habe, glaube ich, gar nicht so viele Graue. Ich muss mich nochmal mit dem Team hier beraten. Okay, weitere Beratung gefolgt. Wir nehmen den Grauen. Den Braunen haben anscheinend relativ viele und deswegen dachte ich so, wollen wir mal zu was anderem, und ich fand den wirklich, wirklich schön schon von Anfang an. Ich war halt nur so ein bisschen mit dem hier so im Zwiespalt, aber wir nehmen den hier. Wir nehmen auch die kurze Mähne. Ich finde die nämlich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir zur Beschreibung. Falls ihr die nicht hören wollt, könnt ihr gerne vorspulen. Das wird jetzt ein paar Minütchen dauern, würde ich sagen. Das stattliche Shire Horse ist ein aus England stammendes Zugpferd. Im 19. Jahrhundert wurden Shires zum Ziehen von Lastkähnen, Pflügen und Karren eingesetzt und waren für den Transport der Waren von den Häfen in die Städte und auf das Land unerlässlich. Mit dem technischen Fortschritt ging der Bedarf an Arbeitspferden zurück und die Zahl der Shires sank beträchtlich. Shires halten Rekorde für ihre Größe und Stärke. Weitere Merkmale sind die starke Fesselbehaarung und die beeindruckende Größe ihrer Hufe. Man weiß es ja, wenn man einem Shire Horse zu nahe kommt, dann muss man auf seine Füße aufpassen. Das wurde mir früher immer so eingetrichtert, obwohl das halt bei allen Pferden so ist, aber die sind halt schon einen Ticken schwerer als normale Pferde. Die Shires sind Kaltblüter, die gerne arbeiten und gefallen wollen. Nach Yorwick kamen die Shire Horses durch die Familie Silverglade, die sie als edle Kutschpferde erschätzte. Obwohl dieses Pferd wie eine Naturgewalt wirkt, ist es durch sein sanftes Temperament ein lieber Gefährte für jede Reiterin. Jetzt kommt die Sache mit dem Namen. Ich würde sagen, es ist ein erwachsenes Pferd. Könnte ein Wallach sein. Ich würde es als Wallach einstufen, weil du kannst einem Wallach alles anziehen, Stute auch, aber bei einem Hengst, also mein Papa hat immer gesagt, mein Pferd darf kein Rosa und so tragen, weil das ist ein Junge. Aber ich finde, beim Wallach, die können halt auch schwul sein, ne? Das ist okay. So habe ich mir das immer gesagt und teilweise habe ich das auch immer noch so im Gefühl. Finde ich jetzt schwierig, da einen Namen zu suchen, weil Star Stable hat so unendlich viele Namen jetzt hier reingepackt. Ich will mal ein bisschen... ich kann nicht mehr. Gray. Die gute Bimp geht leider nicht an ihr Handy. Deswegen habe ich mich für den Namen Dark Ocean entschieden. Also dunkler Ozean. Vielleicht auch Deep Ocean. Tiefer Ozean. Weil, ich weiß nicht, finde ich irgendwie, irgendwo passt das, deswegen werden wir das Pferd jetzt kaufen. Ich bin mir auch sicher, dass ich das kaufen möchte. Ah, wie süß! Das ist halt auch so cool, dass du es jetzt einfach direkt reiten kannst. Ich habe halt auch alle Sachen schon runtergenommen. Guck mal, die haben alle ihre Pferde schon genommen. Ich habe mir jetzt das Graue gekauft. Oh, danke schön. Das ist Ohrpotte. Das ist sehr, sehr lieb. Wir gucken einmal kurz,
Wir gucken einmal ganz kurz, was wir da schnell drauf packen können. Die Hufeisen hier auswechseln. Ja, die brauchen wir nicht, die alten. Die neuen Schabracken passen da auch drauf. So, irgendwie sieht die viel, viel kleiner aus als die. Guck mal. Oha, das ist ein Unterschied. Meine Güte. Die Farbe finde ich sehr, sehr schön. Gamaschen können wir halt nicht dran machen, weil der Fesselbehang zu breit ist. Finde ich aber auch nicht schlimm. So, wir können alles Mögliche an Satin da drauf knallen. So, haben wir hier noch. Perfekt. So, dadurch, dass die mich so lieb beraten haben, grüße ich einmal die Hannah Pumpkin, die Rin Young Dragon, Ala Winter Rain und die Miles Silver Crest. Und die Explorers Dessage. vielen, vielen Dank für eure Beratung. Ich glaube, ich hätte hier noch echt lange gebraucht, bis ich mir eine Farbe ausgesucht hätte. Also es war ja schon relativ schnell klar, welche Farbe es wird. Also entweder braun oder grau. Aber ich hätte mich nicht sofort entscheiden können. So. Wir gehen uns jetzt gleich mal die Gangarten nochmal in Natura mit Satin und Reiter halt anschauen. Ich finde, der Reiter wirkt hier sehr, sehr klein. Muss aber sagen, dass ich das Pferd von den Proportionen einfach richtig, richtig schön finde. So, wir befinden uns gleich dort. Oder wir finden uns gleich dort wieder. So, als allererstes werden wir natürlich absteigen und einmal ganz kurz das Pferd führen. So, ihr werdet gleich... Hallo? Da. Alter. Guck mal, wie winzig ich bin. Oh mein Gott. Ihr seht jetzt schon, also das Pferd geht deutlich langsamer als das, was ihr auf dem Video gesehen habt. Vor allen Dingen jetzt auch beim Führen. Ich glaube, ich bin tatsächlich auch zu lang... Alter, guck mal, wie riesig dieses Pferd ist. Es ist so niedlich irgendwie. Weil wir haben bei uns auf der Weide auch ein großes Pferd. Also ich weiß leider die Rasse nicht mehr. Ich wusste sie mal. Auf jeden Fall, als ich zu dem Stall gewechselt bin, war das Pferd das 1,5 Jahre alt. Da war der so groß wie mein Pferd. Der ist 1,56 Stockmaß. Und das ist echt nicht so groß. Und jetzt sieht der auch gefühlt so aus wie der hier. Das ist halt schon krass. Der ist jetzt Stockmaß 1,75 oder geht bestimmt auf die 1,80 zu. Der wird noch riesig. Und das ist halt... Also ich fühle mich genauso wie dieser Mensch hier. Ich bin ja auch nicht die Größte. So, der Schritt, muss ich sagen, sieht ein bisschen steif aus. Konnte man eben nicht ganz so gut sehen. Die Zügelbanden tatsächlich auch im Hals drin. Falls es euch nicht stört, dann ist das auch nicht so dramatisch. Machen die gerade einen Bug oder so? Oder... Oh, egal. An sich finde ich die Kopfbewegung ganz schön. Ich finde es ganz süß, dass die Ohren so ein bisschen mitwackeln. Ich finde es halt wirklich nur ein bisschen steif hinten. Und vorne, es watschelt so ein bisschen. So, dann traben wir einmal an. Das sieht schon wieder weicher aus. Gefällt mir an sich auch ganz gut. Der Kopf nickt halt nur ein bisschen stark mit. Aber an sich finde ich das voll in Ordnung. Ist halt, man kann das Pferd halt nicht mit anderen Pferden vergleichen, weil das halt einfach groß und schwer ist. Und die anderen sind teilweise einfach sehr, sehr schlank und sportlich. Ich finde, der hier ist auch sehr, sehr sportlich gebaut. Galoppieren wir einmal an. Das irritiert mich jetzt, dass es auf der falschen Hand galoppiert. So, drehen wir mal um. Finde ich tatsächlich auch recht steif, aber auch noch in Ordnung. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich finde es halt nur ungewohnt im Vergleich zu den anderen Pferden. Aber ich muss meine Erwartungen zu dem Shire halt ein bisschen runterschrauben, weil die halt in echt wahrscheinlich auch eher so laufen. Ich bin halt jetzt mittlerweile eher an Dressurpferde gewöhnt. Mein Pferd hat auch keinen Trab, so. Aber das, was ich halt so sehe. Aber an sich sieht er sehr, sehr locker aus. So, da, oh, ups, nicht so, oh Gott, das Pferd ist nicht ganz so wendig. So, der Galopp, ich finde, das Pferd wirkt so neugierig. Finde ich sehr süß, gefällt mir gut. Und der Galopp, der gefällt mir am besten, weil der so bergauf geht. Also der gefällt mir wirklich gut. Wir springen gleich mal über den Zaun.
Ups. Finde ich. Warte mal, wir müssen nochmal gucken. Den Sprung finde ich schön. Jetzt gucken wir nochmal im langsamen Galopp. Da ist der ja nochmal ein bisschen anders. Ah, das ist süß. Doch, der gefällt mir. So, dann einmal Sliding Stop. Ich weiß gar nicht, ob der das macht. Er stoppt jetzt nicht so richtig im Sliding Stop. Finde ich aber auch richtig süß. Das macht ja auch nicht jeder Pferd, ne? So, dann steigen. Oder steigen gefällt mir sehr gut. Vor allem auch mit dem Aufkommen. Das macht ja das Kleidste ja auch. Finde ich sehr, sehr schön. So, dann einmal rückwärts richten. Doch, das gefällt mir. Ich mag den Schall. Der sieht einfach so richtig, richtig lieb aus. Wisst ihr, was ich meine? So, habe ich noch irgendwas vergessen? Genau, im Stehen die Leertaste drücken, dann legt sich das Pferd hin. Oh nein. Die haben halt auch an den Reiter gedacht, ne? Dass er sich so ein bisschen mehr nach vorne lehnt und im Sattel mehr mitgeht. Finde ich sehr, sehr süß. So, dann nochmal das Drehen. Das ist auch okay. Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen finde ich das Pferd sehr, sehr toll. Ich bin ein Fan von den Shire Horses. Vor allen Dingen auch, wenn man sich das von unten anguckt. Ich finde es einfach richtig süß. Guck mal. Guck mal, wie winzig der Charakter im Vergleich zu dem Pferd aussieht. Und ich mag die Figur total gerne von dem Pferd. Also sehr, sehr sportlich. Ich finde es sehr, sehr... Ja, ich finde... Das passt einfach von den Maßen her, von den Proportionen. So, habe ich was vergessen? Füttern, genau, füttern einmal. Ich weiß gar nicht, ob ich was dabei habe, aber sonst kaufe ich nochmal ganz schnell was. So. Ich bin auch leider nicht mehr so im Flow drin. Was ist denn da los? Warte mal, nochmal. Ich bin auch leider nicht mehr ganz so im Flow drin, was Videos und sowas angeht. Ich musste erstmal wieder reinfinden, wenn ich mal wieder welche drehe. Deswegen verzeiht mir. Es passt sogar fast. Oh nein, kommt sogar die Zimmer zum Vorschein. Ich finde es sehr süß. Also ich bin ein Fan von den Shire Horses. Falls ihr große, schwere Kaltblüter mögt, es ist definitiv was für euch. Bei den Gangarten finde ich den Trab und den schnellen Galopp am schönsten. Den Schritt, da muss ich mich halt noch dran gewöhnen. Der sieht für mich halt noch so ein bisschen stachsig aus. Aber ich finde ihn jetzt nicht schlecht oder sowas. Aber das sind halt so Punkte. Das Pferd kostet 900 Star Coins. Die spreche ich dann halt schon gerne an, falls ihr euch einen kaufen möchtet. Dass ihr dann halt auch wisst, womit ihr leben müsstet. Falls ihr das überhaupt nicht schlimm findet, dann ist das ja vollkommen legitim. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich versuche gleich nochmal mit den Mädels hier einen Thumbnail hinzubekommen. Das wird bestimmt sehr, 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 sehr cool. Und dann wünsche ich euch noch, habe ich das schon gesagt? Ich bin ein bisschen verpeilt momentan. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! I don't need to go back into this strange world, hoping I could